Und damit willkommen ja, zu einem Live-Part Little Nightmares. Ja, das hatten wir auch noch nicht. Und eigentlich hätte ich nicht gedacht, dass ich da runterfallen kann. Aber okay. Ja, wie kam es dazu? Ich bin tatsächlich nicht dazu gekommen, den nächsten Part aufzunehmen. Es tut mir sehr leid. Nee, ich hatte einiges zu tun. Hatte gestern vor, eigentlich aufzunehmen, den heutigen Part. Aber, naja, ich bin heimgekommen. Ja, da habe ich meine Oma gesehen, wie sie im Garten gearbeitet hat. Und da, ja, hilft man als hilfsbereiter Enkel eben. Kann man ja nicht mit ansehen, ne? Willst du da? Danke. Hochklettern. Ja, und dann bin ich halt nicht dazu gekommen, jetzt den nächsten Part für euch aufzunehmen. Deswegen jetzt live auf Twitter. Auf Twitch natürlich. Ja, YouTube wollte irgendwie nicht. Eigentlich wollte ich live auf YouTube streamen, aber wir sind tatsächlich auf einem Schiff. Das ist der Beweis. Das ist allerdings auch schlecht in dem Punkt, nur dass wir eindeutig nicht entkommen können. Außer das Schiff liegt irgendwo am Hafen an. Oh Mann. Naja, runter ist wohl keine Option. Schwimmen. Wobei, da hätten wir vielleicht schon fast die höheren Überlebenschancen. Ah, da laufen sogar welche tatsächlich aufs Schiff. Also eigentlich wäre runter und irgendwie ans Ufer schwimmen doch wohl die beste Möglichkeit, aber ich glaube, die Option gibt es für uns nicht. Zumal fraglich ist, in was für einer Welt, dass wir hier leben. Und was zur Hölle ist das für ein Riesenschiff, vor allem ein sehr merkwürdiges. Oh nein, es ist kein Hafen, es ist ein kleineres Schiff, was anlegt und noch mehr Gestalten zu uns rüberbringt. Okay. Ich habe übrigens mir neue Kopfhörer geholt. Bluetooth, diesmal von Razer. Die letzten, die ich hatte, ja, das war so eine No-Name-Marke. War auch ausreichend. Nur ich habe recht schnell den einen verloren und bisher nie wieder gefunden. Was sind das für dicke, unförmige, naja, Menschen? Der eine hat sogar so eine Maske auf. Das erinnert mich ein bisschen fast schon an Haus des Geldes. Ah, da ist jetzt auch Staffel 5, meine ich, raus. Der erste Teil habe ich noch nicht gesehen. Dabei bin ich ein riesen Fan von dieser Serie. Aber ja, Zeit ist schwierig. Man hat viel zu tun. So, was wollen diese Menschen hier? Und was ist mit der Gesellschaft passiert? Ja. So viel zum Thema, wir sind draußen. Okay, damit haben wir einen Ersteindruck gewonnen. Wo wir hier gelandet sind, stellen sich zwar immer noch eine Milliarde Fragen. Okay, doch, jetzt kommen wir so lang. Aber gut. Wäre ja auch irgendwie schade, wenn das Abenteuer der kleinen Six schon vorbei wäre. Auch wenn das sehr gefährlich ist, was wir hier machen, oder wo wir hier rumtouren. Eindeutig nicht kinderfreundlich. Und ich glaube, ich bin ein bisschen zu leise im Vergleich zum Spiel. Ziemlich laut. Deswegen mache ich mich dann doch mal ein paar Dezibel lauter. Ich hoffe, das passt so. Wenn nicht, könnt ihr das gerne in den Chat schreiben. Ja, oftmals braucht man doch andere Settings für ein YouTube-Video oder ein Stream. Das stimmt nicht mit diesen Leuten. Maske, zumal die uns komplett ignorieren und die im Gleichschritt hier rein truppen. Oh. Okay, die werden von irgendeiner, das sieht aus wie eine dünne Frau, beobachtet, diese Menschen hier. Wo sind wir hier nur? Das hat schon fast was Sektenartiges. Okay, ich denke, wenn wir da runterfallen, sind wir tot. Deswegen habe ich nicht vor, das auszuprobieren. Okay.
So, ganz behutsam. Die sind aber auch alle... Ja, gerade der, der jetzt kommt, ist sehr, ziemlich missgebildet. Das ist sogar eine Frau oder sowas ähnliches. Ja, so seht ihr in ein paar Jahren aus, wenn ihr weiter Facebook nutzt, ne? Oh, das war knapp. Kein gutes Momentum erwischt. Zumal das Ganze jetzt gerade so ein bisschen in Asia-Style bekommt. Hier mit diesen Pappwänden. Finde ich sehr cool. Wieso auf einmal dieser Art-Style kommt, kann ich allerdings nicht sagen. Okay, gehen wir hier durch. Kuchen. Und fressen. So wie die alle aussehen, interessiert die auch nur das. Fressen, fressen, fressen. Ja. Da gönnt sich einer richtig rohes Fleisch. Ich glaube nicht, dass er mir was tut. Er tut das richtige Einsaugen. Diesen Schinken und die fetten Scheiben an Fleisch. Ja. Völlerei, ne? So habe ich, glaube ich, den letzten Part genannt. Ich glaube, ich müsste diesen Part nochmal so nennen. Muss ich mir mal noch einen passenden Namen einfallen lassen. Oh. Geh weg! Es gibt hier noch genug Fressen! Nein! Oh. Wo geht's hier lang? Sag mir nicht, ich muss auf den Tisch. Ja, doch, ich muss auf den Tisch, ne? Komm, Six, komm, Six. Oh nein. Zum Glück sind die zu fett, um sich zu bewegen. Auch wenn ich die Befürchtung habe, dass die da rechts langsam kommen. Also, es gefällt mir nicht. Beeil mich trotzdem. Ich hätte hier noch mehr schwingen müssen. Six, nein, 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 nein. Bisschen mehr schwingen, aber nicht erwischen lassen von der alten. Die fällt gleich um. Rüber. So, und was hier? Hier geht's weiter. Okay, an der Wurst kann ich mich langhangeln. Die Frage ist, möchte ich das auch? Und wenn ja, möchte ich da über den Tisch laufen? Ich glaube fast, ich werde das müssen. Oh, der Pilz hat mir den Weg gezeigt. Okay, dann... Wir müssen uns ein bisschen Platz frei machen. Die essen das vor allem roh. So ungefähr sehen deutsche Urlauber aus, wenn sie All You Can Eat gebucht haben im Restaurant. Da wird auch der Teller so voll gemacht und dann wird reingefressen, so viel wie geht. Man hat es ja immerhin bezahlt, ne? Okay. Genug davon. Erstmal ein Licht der Hoffnung anzünden. Komme ich hier weiter? Kann hier doch jetzt nicht. Das ist nur ein Safe Room, oder? Ja, hier kann ich eindeutig nichts machen. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich muss auf dem Tresen lang. Auch wenn ich das nicht gutheißen kann. Die Frage ist, wo will ich dann lang? Ich kann ja hier unten relativ safe gucken. Die sind eh nur mit ihren Fressen beschäftigt. Also ich nehme den Spießrutenlauf da oben in Kauf. Dann kann ich hier hoch und dann aufs Dach. Wahrscheinlich. Das hat was von so einem Asia-Imbiss. Ja, okay. Schauen wir, dass wir nicht von denen gefressen werden.
Okay. Seid ihr widerlich. Okay, dann geht's hier lang. Oder auch nicht. Hä? Auf dem Topf konnte ich nicht lang und... Da drüben hat Zick sich auch nicht festgehalten, okay. Dann müssen wir es wohl nochmal probieren. Das ist eindeutig der richtige Weg. What? Nein! Ja, jetzt werde ich von dem gefressen. Zum Glück war da ein Safe Room um die Ecke. Puh. Ja, okay. Aber wieso ging es da oben nicht weiter? Oder beziehungsweise, wieso hat sich dann nirgendwo Six festgehalten? Hier gilt einfach nur... nicht erwischen lassen. Ja, wieso bin ich denn beim ersten Mal da so durchgekommen? Und jetzt werde ich in einer Tour von denen verschlungen. Okay. Wenn das nicht so lange dauern würde, bis wir Six dann wieder aufstehen, ne? Ich meine, es macht nichts. Hier ist von mir aus Try and Error. Six. Also ich stand unter dem. Vielleicht war es wirklich, weil ich gesprungen bin. Nein, hier geht eindeutig, kann Six mit diesem Topf nicht interagieren. Es wird dann ja auch so ein bisschen symbolisiert, indem es abgerundet ist. Okay, dann muss der Sprung ja hier rüber eigentlich funktionieren. Beziehungsweise so rüber in die Kamera. Vielleicht habe ich einfach... Vielleicht lag es an mir. Ach, sag nicht, ich muss durch dieses Fenster. Nee, aber das macht doch keinen Sinn. Oder? Muss ich durch dieses Fenster? Aber ich kam doch von da. Okay, naja, versuchen wir es halt nochmal. Was soll schon passieren, außer dass wir gefressen werden? Nicht wahr? Ich muss aber sagen, dass das ein schwieriger Sprung wäre. Oder kann Six von hier aufs Dach springen? Niemals. Das ist viel zu weit. Ja. Das schaffen wir allein schon von der Höhe her nicht. Aber der Sprung ist auch schwierig. Die Kiste kann sie auch nicht schubsen. Und der interagiert sie nur als Klettern. Ach, hier geht's auf einmal. Ein Zentimeter weiter nach links, oder was? Ja, tut mir leid, Leute. Sowas kann halt passieren live. Auf Xbox. Logisch. Ist ja bekannt, wo wir spielen. Okay, nein, hier muss ich eindeutig das richtige Momentum erwischen. Und das ist jetzt. Nein, Six, den Wein lassen wir in Ruhe. Den gibt es erst als Belohnung, wenn wir hier rausgekommen sind. So viel wie du willst. Glaub mir. Von mir ist auch was anderes. Ganz wie du magst. Was zur Hölle ist das? Es hat schon was Verstörendes, wie die hier alle am Fressen sind. So, wenn ich hier rüber gehe, dann geht die Jagd wieder los nach mir wahrscheinlich. Ich muss nach links, nehme ich an. Oh, geh weg! Oh nein! Nein! Ich habe zu spät gecheckt, dass ich mich an dieser Lampe festhalten kann. Ich dachte mir, wo geht's jetzt lang? Und dann... ja. War es schon zu spät, aber ich bin hier oben. Das ist recht fair. Das ist wirklich fair.
und nimmt ein bisschen den Frust. Oftmals hatten wir es ja schon, dass wir in dem Spiel Rücksetzpunkte hatten, die etwas frustriert haben. Aber das ist fair. Okay. So. So wird das gemacht. Na, da guckst du blöd. Und jetzt? Jetzt musst du wieder zurück an deinen Tisch kriechen. Oh Mann. Okay, hier sollten sie nicht hinkommen. Okay. Ja, das hat auch einen Grund, weshalb ich hier zurück kann. Nicht wahr? Ja, und jetzt muss ich hinter ihn, ne? Muss quasi über ihn drüber, um dann... Oh, was? Wieso hat er mich denn jetzt... erwischt. Er hat sich ja schneller umgedreht, als ich das könnte. Und ich bin weitaus nicht so dick wie er. Vielleicht nicht super schwach. Gibt Leute, die mir das behaupten. Böse Zungen. Nein, aber... Ich glaube, so wie er will niemand enden. Ah, diesmal habe ich es geschafft, auf seinen Rücken zu springen. Das ist mir vorher nicht gelungen. Und oh mein Gott, wenn es um Fressen geht, kennt der keinen Spaß. Oh, er hat mich aus der Wand gezogen. Und sofort aufgefressen. Okay. Okay. Aber schneller kommst du halt nicht in dieses Loch. Ich meine, klar, geht schneller. Scheinbar. Sonst wäre das Spiel hier wohl zu Ende. Wenn ich mit Six so springe, dann bin ich wesentlich schneller. Aber sie wollte da nicht rein. Okay, jetzt aber, ne? Jetzt ist dann mal gut. Wie bekümmert sie denn auch da sitzt? Jetzt legt er aber einen Sprint an den Tag. Einen Spurt an den Tag, wollte ich sagen. So, jetzt kommt er aber hier nicht mehr hin. Okay, und hier, spätestens hierfür, ist er wirklich zu fett. Wieso habe ich die. Oh nein. Oh nein, der Koch. Was? Oh nein, sag mir nicht, du musst... Sag mir bitte, du hast mich gesehen und musst nicht einfach nur ganz dringend hier hin. Oh, zum Glück. Ich dachte, er muss jetzt... Naja, und wir sind... Naja, ihr wisst schon. Okay, hier ist verdächtig was runtergefallen. Ja, dieser Spiegel, ne? Frage ist, komme ich jetzt hier raus oder was ist jetzt verlangt? Es scheint so eine Art schwimmendes Restaurant zu sein und die Kinder sind die, naja, Zutaten. Jetzt sind sie irgendwie angelegt oder ein Schiff hat bei ihnen angelegt und jetzt wollen die sich den Wanst vollschlagen. Der Spiegel sieht so aus, ob man den zerbrechen könnte. Es geht tatsächlich. Das könnte er aber gehört haben. Deswegen... Es war nicht mal wirklich ein Spiegel. Es war vielmehr ein einfaches Fenster. Wer auch immer so ein Fenster... Wir haben sogar Seegang, sehe ich gerade so. Die Papierrollen rollen von rechts nach links. Also...
spätestens jetzt confirmed, wir sind auf einem Schiff. Wer hätte das gedacht? Und hier geht's nicht mehr zurück. Okay. So, dann wollen wir hier lang. Und da wird weiteres Essen zubereitet oder getötet mit sehr viel Liebe vom Koch. Ein Gruß aus der Küche. Aber ich würde behaupten, dem widmen wir uns im nächsten Part. Danke an die Leute, die im Live-Part dabei waren. Ja, Thumbnail und sowas reiche ich natürlich nach und lade es dann noch auf YouTube hoch, den Part. Logisch. Und ja, verpasst nicht den nächsten Part, beziehungsweise den nächsten Livestream, wenn er denn mal wieder kommt. Bis zum nächsten Mal und ciao.